Oh, sie sind wieder vereint. Mama, Papa, T-Rex. Da ist Rappi mit seinem Bruder. Da ist Baby T-Rex. Spike ist auch da. Oh, und Petri. Hallo, Petri. Hat auch ein bisschen Kaffee dabei. Schluck, schluck. Ah, wir sind, Pachi, Zer, was auch immer, Saurus. Kann man irgendwie nicht steuern. Ach, TX zu steuern ist irgendwie ein bisschen cooler. Gibt uns, weil die Hitbox halt so groß ist. Aber hey, wir haben jetzt auch den zweiten Film geschafft. Oh. Recht viele Verfolgungen. Mehr als im ersten. Weil ich gerade ein bisschen auf dem Schiff gefailt habe. Weil ich dachte, der Typ wollte gerettet werden, aber der wird nicht gerettet. Oh Mann. Jetzt, wo ich gerade Petri gesehen habe, ich glaube, ich habe das noch nie erzählt. Nicht mal Rappi. Und zwar war Petri damals die, also aus einem Land vor unserer Zeit, der Flugsaurier Petri. Die Namensinspiration, nenne ich das mal, für Genie. Damals, als wir Genie geholt haben, wo es noch die deutsche Mark gab, oh, verdammt lange her, wollte ich sie zuerst Petri nennen, vom Dinosaurier halt, in einem Land vor unserer Zeit. Aber da Genie Weibchen war, habe ich mir überlegt, wie kann ich das verweibchirisieren? Ist das überhaupt ein Wort? Habe ich mir überlegt, Petinchen? Das ist viel zu lang, habe ich das einfach nur mit Genie abgekürzt. Chicken, willst du eigentlich direkt auf den Grund erzählen, weshalb Teenie damals gekauft wurde. Und zwar in unserer Wohngegend ist eines Tages plötzlich so ein grauer Nymphensittich aufgetaucht. Wir haben lange herumgefragt, wem er gehört. Niemand hat sich je gemeldet. Kein anderer wollte ihn haben. Eher sie, es war ein Weibchen. Also haben wir sie behalten. Das war Susi. Habe ich ja auch einmal erwähnt, den Namen Susi im Grim Dawn LP mit Rappi. Ja. Und da Vögel meistens mehrere brauchen, wurde Teenie gekauft dann hinterher. Das war wirklich so eine schicksalshafte Begegnung. Wäre Susi hier nicht in der Gegend aufgetaucht mit einem Mal, dann hätte ich Teenie nie gehabt. Wir hätten nicht 19 Jahre meines Lebens zusammen verbracht. Oh, meine kleine süße Dini. Ja, Schmetterlingseffekt. Ich weiß bis heute nicht, warum Susi hier in der Nachbarschaft plötzlich aufgetaucht ist. Ist sie weggeflogen von irgendjemandem? Wurde sie ausgesetzt? Es hat sich auch bisher nie jemand gemeldet damals. Meine Eltern haben lange rumgefragt. Niemand hat sich gemeldet, also wurde sie wahrscheinlich ausgesetzt. Wollte diese Person wohl Susi nicht mehr haben. Es gibt ja solche Leute. Na, und dann viele Jahre später, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Jahre später, sind Niki und Cookie zu uns gekommen. Meine beiden Wellensittiche.
Weil die Schwester eines Ex-Freundes meiner Schwester die beiden nicht mehr haben wollte. Also hat sie sie mir gegeben, weil ich Teenie hatte. Ja. Beachgucker! Das war immer chaotisch mit denen. Besonders war Cookie immer so oft mit Teenie eifersüchtig. Beide sind ja Weibchen. Und Niki ist das Männchen. Was würde wohl dabei rauskommen, wenn sich ein Wellensittich mit einem Möwensittich paart? Könnten die beiden sich überhaupt paaren? Naja, die haben sich ja nie gepaart, also von daher. Teenie hat Niki nicht an sich rangelassen, wenn er aufgemüpft hat. Hat sie mal weggescheucht mit ihrem Schnabel. So nach dem Motto, ey! Social Distancing. Oh, Chicken, das war noch lange bevor dieser Zeit. Ja, das war damals noch eine schöne Zeit. Mittlerweile geht alles back up. Die Mütze hält nicht mehr. Ich sehe den Papschi gar nicht so recht wegen dem T-Rex. Ich hätte den ersten Krells einfach den Velociraptor stören sollen. Keine Ahnung. Mal gucken, wen wir in den nächsten Krells steuern. Na, schaffen wir noch die 100.000? Oh, mit Sicherheit. Ja. Okay, wir können aufhören. Nein. Damit zumindest die Hälfte von den Stories geschafft. Weil Lego Jurassic World beinhaltet ja 4 Filme. Habe ich ja schon mal erzählt. Ah, komm, noch 2. Und dann hat freies Spiel, wo wir die 100% holen. Ah, oh, das wird ein Spaß. Das mit den ganzen Verfolgungen. Stellt euch schon mal drauf ein, dass ich die mehrmals machen muss, die Level mit den Verfolgungen. Ich werde definitiv nicht alles beim ersten Mal schaffen. Ich sehe überhaupt gar nicht mehr, wo ich hinlaufe vor lauter Schrift. Ich nehme mal den T-Rex, der ist wenigstens groß genug, dass ich alles treffe. Zu viel Schrift! Bin gleich auf die Prozentzahl gespannt. Am Anfang der Session, beziehungsweise am Ende der letzten Session, waren es ja 15% und noch irgend paar gequetschte Nachkommastelle, Zahl. So genau habe ich mir das nicht gemerkt. Irgendwas mit 15%. Und als wir den ersten Film beendet haben, waren es irgendwas mit 10%. 21%! Okay. Hui. Ganz schön hoher Sprung. Mosasaurus verwenden sein beeindruckendes Gebiss, um Fischvögel, andere Reptilien und selbst weiße Haie zu fangen. Uff. Sogar weiße Haie? Wo sind wir hier plötzlich gelandet? Wo sind wir? Ach, das ist der Anfang der Insel, okay. Wir haben ja die Strecke noch gar nicht erkundet. Die Strecke haben wir gar nicht gesehen bisher. Und da geht's zum dritten. Jurassic Park 3. Können wir zum ersten zurückkehren? Heißt das, wenn wir da beim ersten sind, müssen wir erstmal zum zweiten gehen, um zum dritten zu kommen? Das wäre ziemlich umständlich. Wie spät ist es überhaupt? 20 vor 7.
Ich habe ein paar Minuten nach 5 angefangen. Einfach weil ich die Stelle mit dem Triceratops nochmal machen musste. Die Heilung. Eigentlich wollte ich genau um Punkt 5 anfangen, doch dann kam der Triceratops und alles änderte sich. Wer bist du? Ach, du bist die Daedra. Ja, schön für dich. Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch. Ja, bisher haben wir immer 2 Sessions gebraucht, um einen kompletten Film zu schaffen. Checken, theoretisch könntest du, wenn du einfach länger aufnimmst, alles in einer Session schaffen. Ja. Aber ich muss auch noch nebenbei Zeugs hochladen. Das dauert ja auch unendlich lange. Wenn so eine Folge, eine Stunde Uploadzeit. Ein kleiner Fun-Fact. Beziehungsweise, wir haben in Folge 19 mit der Session angefangen. Heute, zum Zeitpunkt der Aufnahme, kam Folge 3. Damit ihr wisst, ne, wann ich das so ungefähr aufgenommen habe. 2. September. Es macht so Bock aufzunehmen. Ah, kann ich mir vorstellen, schicken. Man, ist es Lego? Wenn man kein Lego? Ich hatte damals Lego. Oh, hab ich auch gerne damit gespielt. Wer spielt nicht gerne mit Lego? Wer baut vor allem nicht gerne mit Lego? Ich weiß auf jeden Fall, was man nicht gerne mit Lego tut. Drauftreten, das tut zur Hölle weh. Autsch. Ja. Autsch, 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 autsch. Hattet ihr auch damals Lego als Kinder? Und wenn ja, ist es euch auch passiert, dass ihr versehentlich auf einen Lego-Stein getreten seid? Ja, mein Beileid. Oh, der arme Stegosaurus. Oh, hier ist die Dino-Plattform. Oh, ich brauche Niki. Könnte im freien Spiel mir Niki holen. Oder war das dafür da, um sich seinen eigenen Lego-Charakter zu erstellen? Ich meine mich daran zu erinnern, dass man das in einem Lego-Spiel tun konnte. Oder vielleicht sogar in mehreren. Hier ist auf jeden Fall der nächste Dino, der Hilfe braucht. Das ist aber nicht auf der Karte verzeichnet, dass hier ein Dino ist, der Hilfe braucht. Hier war ja ein Triceratops auf der Karte verzeichnet, der Hilfe braucht. Ich werde jetzt nicht über die ganze Insel laufen, keine Sorge. Ich will nur zu dem Teil laufen. Wir hatten ja erst ab hier. Beziehungsweise wurden wir hier rausgelassen. Hier haben wir angefangen. Ich wollte nur ein paar gucken wegen den Symbolen. Ob man hier noch sowas sieht, was man später tun wird. So als kleine Preview. Manche nennen es auch Spoiler. Da, schon wieder! Warum läufst du hier auf der Insel rum? Sag mir, dass Niki hier irgendwo rumläuft. Ich
checken. Sein Name ist Nick. Und ich nenne ihn Nicky. Ja, hier haben wir ja angefangen. Also auf der Karte, Rellkarte. Wurden wir hier rausgelassen. Ich würde da gerne gucken. Aber da brauche ich Alan. Beziehungsweise irgendeinen anderen Charakter, der was Scharfes hat zum Durchschneiden. Oh. Naja, um das freie Spiel werden wir uns ja kümmern, wenn wir alle Story-Abschnitte von allen Filmen abgeschlossen haben. Also gehen wir mal wieder zum Pier zurück. Und beenden dann die Session. Überhaupt nicht der weite Weg. Ich nehme mir ein Auto. Vorne ist ja was. Gib mir ein Auto! Gib mir ein Auto! Und zwar, weil ich vorhin erwähnt habe, Rappis Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, du bekommst deinen eigenen Gabelstapler. Da muss ich auch nur denken, bitte nicht! Fahren die auch im Real-Life so langsam? Ach, herrje. Ich hätte mir ein anderes Auto nehmen sollen. Naja, alle Autos zu kaufen zählt ja im Grunde auch zu den 100%. Also von daher fahren wir jetzt mit dem Gabelstapler zurück. Vielleicht können wir ja irgendjemanden abschleppen. Oder ich hänge einfach fest. Och. Ernsthaft. Entschuldigung! Muss man hier durch? Ich hab ihn nie wieder gebämst. Aus dem Weg! Es ist definitiv, wie man sich aus so einer Situation befreit. Definitiv. Ja, ich hätte echt ein anderes Auto nehmen sollen. Jetzt sag mir nicht, ich komme da nicht runter wegen diesen scheiß Pflanzen. Warte. Ich muss mir gerade ein bisschen Platz schaffen. Ich kann alles Mögliche zerstören, nur diese paar Blumenstöppel nicht. Auf dem Weg, Ian! Aus dem Weg. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Höhle. Da waren wir noch gar nicht, war. Wir sind durch die Höhle gekommen. Ich habe einen Strandbuggy oder sowas gekauft. Gebraucht. So, Rappi. Hier, freu dich deines Geschenkes. Ich versenke es im Meer. Falls das Spiel mich lässt. Jetzt sag mir nicht, das ist eine unsichtbare Wand. Ich wollte Rappi einen Gefallen tun. Und seinen Gabelstapler im Meer versenken. Oh, okay, dann wird er nicht versenkt. Dann wird er halt nicht versenkt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Das ist schon immer keine frohe Nacht, wenn wir mit... Wer bist du? Einfach nur ein Angestellter der Yacht. Schäm dich. Wenn wir den dritten Jurassic Park besuchen und... Ich zerbreche gerade innerlich, weil das da auf dem Bild... Das ist doch ein Stenosaurus, oder? Er wird mich wieder vertreiben. Er ist in Ark Survival Evolved. Wo ich wegen dem umziehen musste, weil er so gefährlich nah immer näher, immer weiter zu meiner Base kam am Anfang. Und ich gegen den keine Chance hatte. Ich
Deswegen bin ich nicht, habe ich erst gar nicht versucht, im Kampf gegen ihn anzutreten. Ich hatte im Grunde auch nichts, womit ich ihn bekämpfen kann. Also musste ich umziehen. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder umziehen. Pack die Kamera weg. Ich bin allergisch gegen Kameras. Ich habe ein Radiogesicht. Also werden wir wahrscheinlich, würde ich jetzt annehmen, im dritten Jurassic Park auf einen Stegosaurus treffen. Wow, wow, wow. Vielleicht haben wir... Das ist jetzt nur Vermutung. Ich erinnere mich nicht so sehr an den dritten. Obwohl ich damals vor keine Ahnung wie vielen Jahren LP zu diesem Lego-Spiel gesehen habe. Vielleicht haben wir auch so einen irre krassen Kampf. Stegosaurus gegen Tyrannosaurus Rex. Und dann macht der Tyrannosaurus ihn fertig. Weil Tyrannosaurus Rex hat im ersten Teil am Ende ja auch den Velociraptor fertig gemacht. Ja, Rip-Rappi. Kann nichts machen. Hoffentlich gefällt dir dann wenigstens mal dein wunderschönes Geburtstagsgeschenk für dich, auch wenn du nicht Geburtstag hast. Aber hey, ich beschließe jetzt einfach mal, dass du Geburtstag hast. Vielleicht hat ja irgendjemand anders Geburtstag, aber Geschenke soll man eigentlich nicht weiter verschenken. Fällt ja niemand auf, wenn Rappi es an irgendjemanden weiter verschenkt. Was hoffentlich ein Geschenk für euch sein wird, ist die nächste Aufnahmesession. Also dann, ciao!